das dann zusammen. Gut, wenn einer, also ich mache jetzt den formal zweiten Teil. Wir Gut. schneiden ihn dann, wir schneiden ihn dann weiter rein. Also gut, dann machen wir weiter. Du kannst Gut. aufzeichnen. Habt ihr die Rechte Ich habe rüber? schon, läuft schon. Alles klar. Gut, dann mach ich mal die nächste Frage. Leute, sagt mal was zum Professor und wie ihr über den denkt. Marc, geh nicht weg jetzt. Haut der Ah, ab. nein, ich bin Jetzt hat er. sonst fressen mich die Mücken auf. So, jetzt. Wie die Mücken. Ich hatte das Fenster offen. Da gibt es Schnaken, die kommen und die fressen einen dann auf. Da So. musst du Mückennetze machen, Mensch. Ja, jetzt ist zu spät zum Mückennetz machen. Also, erzähl was zum Professor. Ich jetzt. Gut, fangen wir mit dem Positiven zuerst an. Ich Er ist denke, wieder da. hä? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Er ist nett. Und ich denke, er wird letztendlich Recht behalten. Und da sollte man, und ich sage es jetzt nicht so als Gläubiger oder sonst was, sondern es basiert im Grunde, wenn man unsere Geostrategie-Sendungen hier guckt, drehen sich die Tatsächlichkeiten immer mehr in die Szenarien ein, die er geschildert hat. Also wie wir es jetzt zuletzt zum Beispiel hatten, dass wir gesagt haben, guck mal in Afrika, neues Selbstbewusstsein, haben wir in der letzten Lage drüber geredet, neues Selbstverständnis. Ja, man sieht dort das Ende des Kolonialzeitalters sozusagen, das ist jetzt provokant gesagt. Die kommen zu souveränen Staaten. Und das bedingt, dass man sich vorstellen kann, dass Millionen Leute, die hier jetzt in dem Land sind, zum Beispiel auch wieder zurückgehen, weil sie dort mehr Horizonte für sich sehen, für ihre Entwicklung. Und just das ist eine der Voraussagen, mit der ist der Professor hausieren gegangen, die hat er gesagt, damals klang sie unglaublich. Die Tatsächlichkeiten drehen so ein, dass sie jetzt wahrscheinlich werden. Und solche Dinge sehe ich mehrere. Hab schon über, ja gut, das wäre jetzt wirklich 20 Minuten oder so. Also das Gute ist, ich denke, er wird Recht behalten. Ich weiß nicht, ob hier die Leitungen einfrieren, aber auch dieses Szenario bleibt in der Schwebe. Negativ. Ja, kann ich sagen. Es tut mir immer ein bisschen weh, so zu reden, ja. Aber seine 40 Tage, er hat damit, seine ganze Kampagne war wie bei einem Höhepunkt zugeschnitten im Grunde auf eine Dramatisierung der Ereignisse. Dann kam noch Konstanzes Kind, das Buch, dann kamen die 40-Tage-Prophezeiung, die nicht hätte sein müssen. Im Grunde alles, was er da gesagt hat, hatte er vorher gesagt. Und da hat er es in den Zeitrahmen reingegossen, warum auch immer, und ist damit hart gescheitert. Er wollte nie Deutsche enttäuschen, damit hat er es getan. Und er ist den Weg vieler Propheten gegangen, dass es eben unwahr war, zumindest für diesen Zeitraum. Und ich selbst tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich das so dann auch nicht ganz vergessen kann. Ja, erstens, wir werden es erleben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich hab mit einem, ein Problem habe ich. Und dieses Problem ist dieses, und das ist so typisch amerikanisch, muss man jetzt einmal so sagen, dieses Sendungsbewusstsein, sich da vorne hinzustellen und sich mehr oder weniger wie einen Propheten, Schrägstrich Heiland, Schrägstrich Wanderprediger zu präsentieren. Wäre er auf der rein, nennen wir es mal, sachlichen Ebene geblieben, durchaus mit einem spirituellen Hintergrund, dann wäre er glaubwürdiger gewesen. Das, was ich erlebt habe, wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe und das Auftreten wie vor einer Jüngerschaft mit einem sehr, das ist meine Erfahrung, wie gesagt, das mag anders sein, ja, ne, prophetischen Gehabe, wo ich einfach sagen muss, fehl am Platze. Ja? Also wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich die Fresse oder irgendwas anderes, aber mich hinzustellen und zu sagen, Gott liebt euch und sonst was, dann ist das aus meiner Sicht eine Sache, die eigentlich für die meisten, ich sage jetzt mal ganz hart, unter dem und unter ihrem intellektuellen Niveau liegt. In Amerika, im Bibelbelt und sonst was funktioniert die Sache hundertprozentig, in Deutschland eher nicht.
Ist meine Meinung. Und damit hat er sich ein wenig verrannt. Also wer, denke ich, wer die Deutschen wirklich so super gut kennt, hätte das, glaube ich, anders gemacht. Aber das ist nur meine Meinung, wie gesagt. Deswegen bin ich da etwas skeptisch und bin da auch etwas zurückgetreten, weil ich mit diesen, ja, wie soll ich sagen, mich auf ein festgelegtes religiöses Weltbild berufend, ist für mich nicht mehr zeitgemäß, beziehungsweise führt mich wieder in gewisse Richtungen, die ich ganz privat und persönlich so nicht haben will. Der andere mag das anders sehen, aber das ist einfach meine ganz private Meinung, ohne dass ich sage, dass die Dinge, dass die so werden oder dass die so kommen werden, das kann alles passieren und steht für mich nicht außer Frage. Haben wir immer wieder gesagt. Die Frage ist, schaffen es die Amerikaner noch, die Polen jetzt in diesen Krieg reinzutreiben? Ich meine, die haben da drüben jetzt im Oktober Wahlen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dort sind die Kriegstrommeln sehr laut. Stürzt man sich in dieses Abenteuer mit einem selben Ergebnis? Und dann vielleicht ganz kurz hier auf noch eine Frage, die ich jetzt dann gerade im Chat gelesen habe. Sagt doch endlich mal, ja, wäre schön, wenn man von euch mal hören würde, dass Putin den Krieg hätte längst gewinnen können, wenn er nicht Marionette der Eliten wäre und somit alles nach Plan der Globalisten läuft. Leute, wer sowas sagt, hat keine Ahnung von moderner Kriegsführung. Ja, ich will nicht behaupten, dass ich die bis zum Ende habe, aber dieses Thema so nach dem Motto, ich schmeiße meine Truppen jetzt oder ich gebe denen den Marschbefehl und dann sind die in 2 Wochen heute, keine Ahnung, 1000 Kilometer weit marschiert, funktioniert nicht mehr. Das ist ein Krieg der Logistik, das ist ein Abnutzungskrieg und der wird anders geführt als ein Eroberungskrieg. Und wer das noch nicht begriffen hat, möge sich die vorigen Sendungen anschauen oder sich auch mal bei wirklich fachkundigen Leuten, die Sachen anhören. Ich kann es nur empfehlen. Ich sehe hier ein wirkliches Niederringen bzw. Aufreiben sämtlicher NATO-Streitkräfte, die da sind. Und das ist eine Art und Weise, einen Krieg zu gewinnen und vor allem ihn auf einem gewissen begrenzten Gebiet zu halten. Was wir alle nicht wollen, dass es hier wirklich losgeht, weil dann zitiere ich Willy Wimmer und der sagte, der braucht noch nicht mal atomar werden, sondern konventioneller Krieg reicht. Und der würde auch alles zerlegen. Und Da das, bin ich hoffe, dass damit die Frage beantwortet ist. ich, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Die Russen haben den Krieg von Anfang an so geführt, ja, chirurgisch präzise, versucht, zivile Opfer so weit möglich draußen zu halten. Ich bin unsicher, ob das auf ukrainischer Seite so war. Denn da hat man immer wieder gehört von Artilleriebeschüssen herein in die russischen Oblaste, in die zivilen Siedlungen. Gut, wir sind auch im Propagandakrieg, deswegen bin ich so vage. Ich habe eine persönliche Meinung, die ich allerdings nicht öffentlich teilen möchte dazu. Das ist der Punkt, weswegen ich da halbwegs balanciert bleibe. Die Russen haben auch immer wieder gesagt, für sie sind die Ukrainer ein Brudervolk. Ja. Und viele, viele Armeeangehörige, viele Russen haben Verwandte in Kiew, in Odessa, überall. Es ist sinnentleert, da mit Flächenbombardements reinzugehen. Wenn man die Frage genauer stellen würde, wird sie allerdings noch mal etwas interessanter. Warum greifen die Russen nicht die Nachschubwege an? Warum beliefern die Russen weiterhin in den Westen jene Rohstoffe, die dann für die Rüstungs Fabrikation notwendig sind. Ja, das sind Fragen, die wehtun, meine ich. Naja, zwei Dinge. Erstens, wir sind nicht im Krieg, sondern wir sind in einer speziellen Militäroperation. Das ist das Erste. Die ist anders zu werten als ein allumfassender Krieg, der ganz anders geführt wird. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn ich sage, natürlich greifen die Logistikzentren und so weiter an. Dort gibt es ja Raketenangriffe. Nur kannst du nicht jeden LKW bombardieren, der über die ukrainisch-polnische Grenze kommt. Und die fahren hier nicht mehr mit den grünen LKWs durch die Gegend, sondern hier haben wir auch immer wieder schon Bilder erhalten, dass ganz normale LKWs mit Plane und wie auch immer sie alle heißen, dass dort eben auch Mittel versteckt werden. Das ist das Nächste.
Zugverbindungen. Wir haben jetzt die Häfen, die Donauhäfen sind platt gemacht worden. Odessa ist platt gemacht worden. Also sprich, man arbeitet das ab. Und ich glaube auch, dass in den letzten Jahren Unmengen von Material schon in die Ukraine gelangt ist, dass man eben so Stück für Stück freigibt. So. Jetzt haben wir das Thema beispielsweise der Su-24, der modernisierten, der Su-24M der ukrainischen Luftstreitkräfte, die diese Storm Shadow-Raketen abschießen. Es gibt Gerüchte, ich kann sie nicht belegen, ich kann es auch nicht beweisen, dass diese Flugzeuge tatsächlich nicht in der Ukraine beheimatet sind, sondern dort, sondern dass die auf NATO-Territorium, eventuell Rumänien oder Polen stehen oder ganz woanders. Und dass die immer nur rüberfliegen, zwischenlanden, aufmunitionieren, auftanken, Rakete abschießen und dann wieder zurückfliegen, landen und wieder rausfliegen. Ja? Genauso wie wir diesen Bundeswehr offiziell mal auf der Pressekonferenz hatten, der Presseshow, wo er gemeint hat, das sind keine deutschen Leoparden, sondern das sind Leoparden, die die Bundesrepublik Deutschland an die Ukraine geliefert hat. Damit sind es jetzt ukrainische Panzer. So, das ist handelsrechtlich gesprochen, sind die da plötzlich sehr fein. Ja? Wie das dann irgendwann jemand anders sieht, steht auf einem ganz anderen Papier. Deswegen, solange du die Vertragshoheit hast, kannst du Dinge behaupten und sagen, so und so ist das nicht. Das sind juristische Spitzfindigkeiten. Wenn es irgendwann zum Drum und Treffen geht, ja, oder wenn dann irgendwann tatsächlich vielleicht auch mal Tribunale kommen sollten, von welcher Seite auch immer, dann bin ich gespannt, wie dann die Argumentation aussehen wird. Das wusste der Volker Pispers vor 20 Jahren schon, dann waren alle im Widerstand. Genau. Egal, Niemand. wer das führt, dieses Tribunal. Genau. Nächste Frage, komm, ich will ein bisschen auf die Zeit Ja, drücken. klar. Wird So. das, Frage an uns beide, wird das Intermarium entstehen, um Westeuropa von Russland zu trennen? Willst du, soll ich? Frank, Intermarium ist auch mit dein Thema mit Steckenpferd. Ich sekundiere dann gerne. Ich mach's kurz. In der Planung der Falken und Neokons ist es natürlich vorgesehen seit Jahrzehnten, wir haben darüber geredet. Um in den Kern der Frage zu kommen, hier prallen die Weltbilder aufeinander. Das bedeutet, entweder die NATO-Strategie und die transatlantische und die angelsächsische Strategie wird nach diesem Krieg die Welt dominieren. Oder das, was wir jetzt auch in der Sendung hatten, eine Seidenstraßenwelt, eine multipolare Welt, eine BRICS-Welt. Kommt die BRICS-Welt, wird es nicht diesen NATO-Ring geben, wird es nicht das Intermarium geben, wird es kein Polen geben, das zwischen zwei Meeren träumt, sich heute hinträumt. Das ist übrigens auch meine Meinung. Ja, wir Ja. sehen die BRICS, wir sehen die Seidenstraßenwelt und wir werden diesen Ring nicht sehen. Da lege ich mich mal fest. So. Mal gucken. Ich kann nur eines dazu sagen. Ich gebe dir da recht, Frank. Pläne sind die eine Sache, wie sie umgesetzt werden. Und die Neocons haben schon viele Pläne gemacht. Die Neocons haben auch schon viele Kriege angefangen die letzten 30 Jahre und sie sind alle gescheitert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Leute, die man heute Neokons nennt, dass es die vielleicht auch schon vor 100 Jahren gegeben hat unter einem anderen Namen und dass diese Ideologien, die wir auch so die letzten 70, 80, 100 Jahre, die, ich sage jetzt mal, eigentlich eher uns fremd sind, dass die vielleicht auch übergestülpt worden sind. Aber das sind Themen, da können wir jetzt nicht näher eingehen. Das sind dann tatsächlich schutzwürdige Dinge. Und mal zu gegebener Zeit auf anderem Kanal. Ja, Das. wir reden ja darüber auch weiter, Marc. Wir Ja. verfolgen es ja. Und wenn der, also bisher finde ich den Trend du wohl auch eindeutig, wo er hinführt. Er führt in BRICS und die neue Währung etc. Wenn es neue Anhaltspunkte gibt, dass man sagt, oh, warte mal, hier taucht am Horizont hier da irgendwas auf, jetzt gewinnt dieser andere Weltenentwurf, sind wir die Ersten, die sich hier melden, ja. Ja. Was ich noch ganz kurz nochmal ansprechen wollte, weil wir auch das Thema mit der BRICS-Währung haben und den einer goldgedeckten. Also, wir werden mehr wissen nächste Woche.
Das ist das Erste. Wir haben auch oder wir werden die Möglichkeiten haben, da bin ich sicher, dass wir in den nächsten, sagen wir mal, 4 bis 8 Wochen irgendwann vielleicht auch mit jemandem, der dort unten ist, mit dem Thomas Bachheimer sprechen werden können. Also da sind wir dran. Der wird nämlich dort unten sein, auf Einladung von, glaube ich, indischen Freunden. Der kann uns dann berichten, und zwar von, also jemand, der dort unten war. So, das ist das eine. Das zweite ist, vielleicht muss man auch nochmal ganz klipp und klar sagen, diese Währung oder dieses Abrechnungssystem, wir reden nicht von einer Währung, sondern das wird, wenn dann, eher etwas sein wie die sogenannten Sonderziehungsrechte. Da möge sich bitte jeder selber darüber informieren, die es jetzt schon gibt beim Internationalen Währungsfonds, sprich ein Währungskorb für die Abrechnung der Staaten untereinander. Wir reden hier von einer Buchhaltung, ja, im großen Stil. Kein Thema. Ja, dass man das mal versteht, das wird für uns kleine Leute erstmal noch keine Auswirkungen haben, dass wir sagen, wir haben morgen plötzlich sind die Scheine, die wir jetzt mit uns rumschleppen, nichts mehr wert. Also gut, das sind sie jetzt, werden sie auch jeden Tag weniger wert, aber das wird so nicht sein. Und der Dollar wird auch nicht von heute auf morgen verschwinden, sondern er wird, oder er ist eigentlich schon tot, ja, als Weltreservewährung. Er wird sicher noch seine Bedeutung behalten, vielleicht auch in einer etwas anderen Form, aber das wird über bestimmt noch ein paar Jahre gehen. Und dann muss man auch noch mal verstehen, und wie gesagt, da empfehle ich die Videos vom Thomas Bachheimer, die ich bei mir auch auf dem Kanal hatte, die letzten zwei, da erklärt er das sehr gut, dass nämlich tatsächlich das Thema das ist, es wird keine Goldanknüpfung geben oder dass man sagt, das ist jetzt so und so viel und alles ist goldgedeckt, sondern es wird ein Währungskorb sein, der wiederum durch Rohstoffe, unter anderem auch durch Gold, gedeckt, nicht gedeckt, sondern angebunden ist. Das ist etwas ganz was anderes. So wie die Russen beispielsweise gesagt haben, 1 Gramm Gold sind 5000 Rubel. So, das haben die schon. Ja, und wir sehen das Gold ganz klar aus dem Westen, vor allem auch aus der Schweiz. Und deswegen sollte man sich da ganz genau überlegen, wo man vielleicht, in welches Depot man was legt. Singapur ist da wahrscheinlich die bessere Alternative im Moment oder irgendwann Dubai und die vielleicht die Arabischen Emirate. Sollte man einfach mal drüber nachdenken. Also Gold fließt aus dem Westen ab und physisches Gold wird faktisch gesehen auch tatsächlich gekauft. In, vor allem verstärkt durch die Zentralbanken, aber vor allem im asiatischen Raum. Ja, vielleicht sollten wir da, Leute, sagt uns mal wieder auch eine Sendung machen, die sich so ganz bodenständig mit Wertanlagen, sonst wie Sicherungen befasst. Da ist Gold natürlich ein Thema, Silber ebenfalls. Das, was du ausführst, passt zu unserer vorletzten Frage. Hallo, wie schätzt ihr denn den Ukraine-Krieg im Zusammenhang mit dem BRICS-Treffen und der Einführung einer goldgedeckten Handelswährung bezüglich der Zahlungsfähigkeit des Westens ein? Die Handelsbilanzüberschüsse der BRICS sind ganz im Gegensatz zum Westen enorm. Konsequenzen für diesen Krieg. Danke für euer Engagement. Gruß und Kuss, Maximus. Willst du was zu sagen oder ich? Mach du erst mal, dann gehe ich da noch mal rein. Naja, nehmen wir mal den Herrn Habeck, der hat sich vor kurzem geäußert, finde ich sehr entlarvend. Er sagte, uns geht das Geld aus, wir haben keine Rücklagen mehr. Es ist eigentlich schon so die direkt frontal in der Face-Antwort auf diese Frage. Schlimmer noch, wir sind aber in Deutschland mental nicht darauf vorbereitet. Und ich finde, in diesem einen Satz hat er ganz viel gesagt. Er hat nämlich Welten zusammengebracht. Einmal unsere finanzielle, unsere materielle Lage im Land und unsere mentale Lage im Land. Und die gehen so auseinander. Ja. Tatsächlich sehen wir, meine letzte Franksfreiheit hieß auch Verknappung folgerichtig, wir sehen einen Rückgang an allem. An Rohstoffen, ob das Gas, Strom für die Produktion ist, an Nahrungsmitteln, das werde ich jetzt zur Erntesaison in meinen Freiheiten weiter verfolgen. Da haben wir nämlich schon wieder Evidenzen darauf, dass da Verknappung folgt. So, und vor allem auf dem Finanzsektor, wo wir in der EU überall sehen, dass vor allem die Finanzierungsländer Deutschland, Holland, Frankreich, in eine Knappheit hereinrutschen und das führt zum Kollaps des Systems.
Ich teile die Meinung von dem, von, wir sind im Informationskrieg, muss man immer wieder sagen. Ich rede einfach über meine Eindrücke. Ich teile die Meinung von dem, der da schreibt. Die BRICS-Staaten haben die Überschüsse, sie haben die Rohstoffe, sie bieten Afrika eine Freihandelszone an, das tut Russland gerade. Das ist das Ende noch einmal der Neokolonialisierung. Das ist das auf Augenhöhe miteinander handeln. Da kriegt Europa einfach seine Rohstoffe abgeklemmt. Für Frankreich war das Uran des Nigers enorm wichtig für seine, für seinen billigen Strom. Ja, den sie an uns weiterverkauft haben. Und so gehen die Dominoketten immer weiter. Die Gaspipeline, die von Nordafrika für die EU gebaut wurde, um hier rein zu importieren, die ist für den Arsch jetzt. Also unsere Zahlungsfähigkeit geht immer weiter zurück. Und das ist, ja, ich Ja, denke, ja. damit alles gesagt, oder? Jo. Und sieht Berlin, die Sahelzone sich weiter destabilisierend. Ja, Sie haben recht in Ihren Augen. Entschuldige, Marc, ich war gerade in Fahrt. Ja, der Punkt ist der, es gibt eigentlich aus der Sache gibt es nur zwei, eine Möglichkeit und das nennt sich Schuldenschnitt. Und dieser Schuldenschnitt würde heißen, und man muss das immer umdrehen, ja. Also nicht, wenn es immer heißt, du hast oder andersrum, ein Staat hat Schulden oder wir sind Wirtschaft, nee, wie war es immer, wir sind Exportweltmeister. Was heißt es? Wir haben etwas von Wert geliefert und haben dafür Papier bekommen, wo draufsteht US-Dollar. Ich zahle später, Schrägstrich, nie. So, diese Schuldscheine, nochmal, ein Geldschein ist ein Schuldschein, ja, mit einem Zahlungsversprechen. Und das Einzige, warum wir das Zeug nehmen, auch weil es so schön bunt ist und raschelt, ja. Aber wir nehmen es faktisch gesehen nur deswegen, weil es gesetzlich verordnetes Zwangsgeld ist. Das, was ihr auf eurem Lohnzettel steht, wo es steht Stunden in Euro, das ist etwas ganz was anderes. Das ist eine Verrechnungseinheit. Und das muss man mal irgendwann begreifen. Der Einzige, der diese Schuldscheine ausgibt, ist die Europäische Zentralbank. Das sind die Eigentümer, denen gehört das Zeug. Da hat auch die Frau Lagarde oder der Herr Draghi unterschrieben. Zwei besonders super tolle Leute, denen du wahrscheinlich alles anvertrauen würdest. Aber das sind die, die dafür haften. Ja? Dass dieser Schuldscheingesetz mal lesen oder beziehungsweise Schuldrechtsgesetze mal anschauen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn jetzt jemand erklärt und sagt, diese Dinge sind nichts mehr wert, ja, und viele Länder haben diese in ihren Tresoren, ja, dann ist es blöd. Aber was hat denn der Westen gegeben? Kredit über die letzten 80 Jahre. Kredit in einer Währungseinheit und dafür haben wir Zinsen zahlen müssen. Das bringt diese Länder an den Rand des Ruins, wo ihnen vorgeschrieben worden ist, beispielsweise wie Niger, dass sie für was weiß ich, ich glaube, die Tonne Uranoxid $11 abzugeben hatten an Frankreich und Frankreich hat es dann für 256 weiterverkauft. So, erstens, warum muss Frankreich das in Dollar abrechnen? Fragezeichen, nicht in Franc. Nächstes Thema, dann sind wir bei dem Thema, wenn der Dollar rausfliegt und Niger und Frankreich wieder auf Augenhöhe verhandeln und die sagen, pass auf, wir möchten gerne Franc oder Euro oder irgendwas dafür haben, keinen Dollar. Punkt 1, verdient der Dollar schon mal nicht mehr. Punkt 2, dann wird hier bilateral ausgeglichen und die sagen dann, naja, gut, okay, pass auf, ihr habt nicht viel anders, aber wir nehmen euren Wein und wir nehmen eure komischen Franzosenautos dafür. Dann bin ich plötzlich, dass man intern zwei handeln ohne einen dritten. Und das ist das, was kommen wird. Da bin ich relativ sicher. Und man wird große Bankkartelle, könnte ich mir vorstellen, ausschalten. Und wenn wir in die glückliche Position kommen, dass irgendjemand sagt, okay, wir kommen zur Vernunft und die Banken streichen die Schulden, dann gehen wir in eine Zukunft, die golden sein könnte. Sollten wir das nicht haben und die Banken bestehen drauf auf ihrem Schuldendienst und machen kein Sabbatjahr, sprich Schuldenerlassjahr, dann hätten wir weiterhin eine Zinsknechtschaft, so lange, bis es nicht mehr geht. Und das ist tatsächlich biblisch. Und Dann da bitte ich jeden mal, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss es von der anderen Seite sehen. Dann wird ein Schuh draus und ist ein längerer Prozess, weiß ich. Ich kau da jetzt ein ich paar. glaube, die Fragen von den Leuten, die sind echt gut für unsere Sendung. Also sind echt gute Fragen, sind intelligente Fragen, sind tiefgründige Fragen. Und ich merke, sie peppen auch bei uns ganz schön auf, ne?
Ja, unbedingt. Also finde ich gut. Danke für das Mitdenken vor allem. Ich hoffe, das hat heute ein bisschen was auch geholfen. Und ja. Mach nicht Schluss, ich will dir antworten. So, ja, super, mach. Ja. Frag, bitte, Also frag einmal, mich. ich kann mir denken, dass je nach Weltbild, wir hatten vorhin denjenigen, der gesagt hat, hier, was Ja. macht ihr, kommt dieser Gürtel um Russland nach NATO-Strategie oder nicht? Je nach Weltbild, was jetzt gewinnt, werden wir auch sehen, dass bestimmte Banken ausradiert werden. Ich würde ein bisschen was wetten, wenn BRICS und die multipolare Weltordnung kommen, dann werden wir auch sehen, dass Banken wie Morgan Stanley, die im Grunde für die Geldpolitik, Wirtschafts- und angelsächsische Politik der letzten 100 Jahre stehen, ganz schnell vom Bildschirm verschwinden. Das sind so die ersten, die ich dann sehe, die dann plötzlich Konkurs gehen. Ja? Also da werden wir auch in diesem Sektor sehen, dass manche Bank ja, verschwindet. Dann als nächstes, warum muss Frankreich, unter anderem Frankreich, in Dollar abbrechen, hast du gefragt, der Petrodollar? Meine kurze Antwort, weil der Dollar militärgestützt war. Punkt, aus und Sense. Also nicht Gold und Öl gestützt, Militär gestützt. Und dann, was ich mir unbedingt und nicht verkneifen kann, weil ich es so geil finde, Achtung jetzt, du hast diesen Exportweltmeister angesprochen, ne? Ich muss noch mal was zu sagen, ja, weil ich finde es so geil. Du musst dir jetzt mal wirklich vorstellen, Marc, das Mode, jetzt, das, weil das sagt ganz viel über den Zustand unserer Welt. Ich versuche cool zu bleiben. Das Modestudium der 80er und 90er, wenn du nicht keine Berufung, keinen Ruf in dir hattest, war, ey, dann mache ich halt Betriebswirtschaft. Jetzt haben wir Millionen Betriebswirtschaftler ausgebildet, auch ein paar Millionen Volkswirtschaftler ausgebildet. Und obwohl wir so viele kluge Köpfe über Jahre auf die Uni geschickt haben, so ungefähr wie jetzt, ne, haben sie die einfache Wahrheit nicht erkannt. Achtung, jetzt kommt die einfache Wahrheit über Jahrzehnte Betriebswirtschaftsstudium, die auch mit unseren ganzen schlauen Doktoren, Professoren, Journalisten nicht, ja zumindest nicht publiziert wurde, nicht erkannt wurde. Achtung, wir haben wie in einem Computerspiel, Marc, du hast es gesagt, nicht Scheine getauscht gegen teure und tolle Autos, Computer, Ingenieurskunst. Ja, wir haben noch nicht mal Papier für bekommen, wo Dollar draufsteht, sondern wir haben in einem Computerspiel gelebt. Wir haben in einer virtuellen Welt gelebt. Wir haben dafür per Strom auf einem Computer in einem, sagen wir jetzt mal, Excel-Sheet, das waren andere Programme online, haben wir riesige Handelsbilanzüberschüsse, mit denen wir uns ein Ei aufkloppen können, gezeigt bekommen. Zahlen auf einem Monitor, so wie du gerade da reinguckst. Und daraus wurden wir Exportweltmeister. Heißt immer, und was kann ich mir jetzt dafür kaufen? Gar nichts mehr. Es sind einfach die Zahlen. Und das hört sich jetzt an, dass viele Leute da draußen sitzen und sagen: Oh Mann, jetzt die zwei oder der Köstler, das kann ja gar nicht wahr sein. Das ist alles viel komplexer. Ich hab's doch gelernt und so weiter. Nee. Nee. Es ist ein riesiger, meine Meinung jetzt, Beschiss. Wir haben Werte gegen Zahlen in Computerprogrammen getauscht und reale Arbeitskraft. Und ich meine, ich sehe das ja auf dem Immobilienmarkt. Es ist eine Frage der Bewertung, ja, was ein Haus, ein Grundstück, der Titel wert ist. Fakt ist, wenn heute ein Haus verkauft wird, das, was passiert ist, da sitzt jemand drin, der spürt, dass sein Platz hier nicht mehr ist. Und ein anderer kommt hin und spürt, dass es jetzt sein Platz wird. Das passiert in Realität. Man einigt sich dann über irgendwelche Dinge, beschmutzt Papier. Wie gesagt, im Moment glaube ich, dass Verträge gemacht werden, die rechtlich, sagen wir mal so, vielleicht fraglich sind. Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Volljurist. Ich spekuliere da nur. Und das ist das, was tatsächlich in der Realität passiert. Und wenn einer sein Haus heute neu streicht oder da, was weiß ich, fünf Dachziegel auswechselt oder sonst was, dann tut er etwas, er hält etwas am Leben. Das ist die Realität. Das, was fiktional ist, ob das jetzt Klasse A plus oder ne, Energieausweis und sonst was, das ist alles nur Mindfuck und nur Schwachsinn. Da leben wir noch drin, das ist richtig. Und ich muss mich damit auch jeden Tag rumschlagen und es wird jeden Tag schwieriger. Aber ich mag es trotzdem. Und deswegen sage ich euch, vergesst auch diesen ganzen Scheiß, geh Sarah, nee Sarah, sonst was. Alles, was aus diesen
Ecken kommt, vergessen. Es wird keine Gelder auf oder Millionenzahlungen geben, weil man möge sich das nur vorstellen. Dann wird die Bilanz der Bank aufgebläht. Ja? Du trägst nicht dann den Koffer mit den Millionen durch die Gegend. Und selbst wenn, dann sind wir 1923, ja, weil der Nächste trägt die auch und du kriegst nur noch ein Brötchen dafür. Also bitte vergesst das. So wie wir es gehabt haben, so wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben, da gab es das nämlich schon dreimal. Es gab hier mehrere Währungsschnitte, die Lebensversicherungen waren plötzlich nichts mehr wert oder sie wurden halt umgeschrieben, aber du konntest nichts mehr dafür kaufen und so weiter und so fort. Die Gesetze sind da. Es hat es alle schon gegeben. Die Frage ist, ob wir es diesmal mittragen oder mitbekommen oder ob es wie 45 ist. Ich meine, unsere Neubürger aus der DDR, ehemaligen DDR, die haben es eigentlich mit am besten mitbekommen, weil die wurden mit 100 Euro gekauft, Konto Hast du eröffnet. gerade 100 gesagt, Mark waren es. unsere Neubürger aus der Ja. DDR? Ja, das Alter, waren das die gehört Neubürger, alles wieder her. die, ja, Wir hatten es aber das am war. besten, weil wir hatten ja damals das Aufbau Ost- und Treuhandprogramm. Wir sind ja Satire-Sendung. Ja. Okay, gut, jetzt Shitstorm aus Mitteldeutschland. Ja, ich mache Ja. was gut. Nee, ja, also ich hau in dieselbe Kerbe. Wir haben Jahrzehnte, Jahre von großartigen Informationen aus Amerika gesehen, in jeder Geschmacksfarbe, bis heute. Also früher waren es dann die Beatles oder die Mode oder der Cary Grant oder der Rock Hudson oder die Doris Day und später hießen die Namen nur anders. Da war es dann der, weiß ich nicht, der andere Hübsche da, wo sie alle scharf drauf waren. Ist scheißegal. Ja, der Mindfuck kam immer über den Atlantik und jetzt in der Geschmacksfarbe Alternative in der Krise hieß er eben: Tut mir leid, nee, Sarah, geh, Sarah, UFOs oder eben, wie heißt das, eine QAnon, ja. So, bumm, jetzt haben wir wieder Shitstorm, jetzt haben wir wieder, ja, ist mir scheißegal. Und kauf doch den Leuten nicht mehr ihren Scheiß ab. Kauf dir lieber einen Traktor oder ein paar Setzkartoffeln oder Dinge, mit denen individuell du produzieren kannst oder Mehrwert erschaffen kannst, in jedweder Form. Das wäre mein Schlussplädoyer soweit einmal. Also, Ganz gegenständig, ja. leider muss man es immer wieder sagen, es gibt da draußen noch irgendwelche Leute, die keine Ahnung von gar nichts haben, vor allem nicht von finanziellen Zusammenhängen und die noch nicht einmal in der Lage sind, sich Gesetze, Verträge oder sonst was angeguckt zu haben. Bitte glaubt denen nicht, weil das, was die erzählen, alles nur Schwachsinn und Hopium ist. Und das ist mein Appell an euch, befasst euch mit den Dingen, es ist ernüchternd. Aber danach sind die Illusionen weg und ich warte nicht mehr auf die Kohlen, die vielleicht irgendwann kommen. Sie kommen nie. Ja? Und das ist einfach eine Geschichte. Tut euch da einen Gefallen, wie gesagt, genießt das Wetter, so wie es der Frank gesagt hat, oder geht in den Biergarten oder haut die Kohlen einfach raus. Weil irgendwann wird es eine Neustadt geben, so wie 45. Da gab es dann eine Neustadt Richtig. und dann waren wir tatsächlich mehr oder weniger alle gleich. Und Und allein das das jetzt, Marc, ist eine Sache, die ist so wichtig, weißt du, wo wir Mehrwert bieten für die Zukunft. In dieser einfachen Weisheit, dass du sagst den Leuten, bereite dich vor, es wird den Reset, es wird den Neustart geben, es werden von einem auf den anderen Tag, es wird schnell gehen, wird man dir sagen, oh, der Euro soll nur noch die Hälfte werden. Na gut, wir geben dir von dem neuen Geld, das geht dann wieder, geben wir dir was. Darauf muss ich vorbereiten. Darauf muss ich vorbereiten, ja. Gut, ich würde die nächsten Sendungen ganz gerne mal über den Suwalki-Korridor sprechen. Ich finde den sehr interessant. Er erinnert mich sehr an Danzig, auch was dann Königsberg angeht, ja. Damals die Danzig-Frage. Was ich aber auch interessant finde, vielleicht zum Ende nochmal, weil es ein weiches Thema ist. Wir haben momentan recht wenig Zuschauer, 200 in unseren Spitzenzeiten, ja. Haben wir 1000 auf dem Kanal mal. Das zeigt aber eines auch. Warum sind so wenig Leute da? Das Wetter ist gut, die Leute sind im Urlaub, die Leute haben andere Sachen im Kopf. Und das ist exakt, deswegen finde ich das Habeck-Zitat so geil. Wir sind mental nicht darauf vorbereitet, aber wir haben keine Rücklagen mehr. Und das zeigt sich unter anderem auch bei uns Alternativen momentan in den Zuschauerzahlen. Die haben momentan Besseres zu tun, sind in der Türkei, sonst wo, weiß ich nicht, im Urlaub. Ja, das Erwachen kommt, das Erwachen kommt. ja. Aber trotzdem, Stimmung hochhalten ist wichtig. Und ja, wir wissen nicht, wann es kommt. Wir sehen nur, dass sich Dinge zusammenbrauen.
Und ja, mental einfach stabil bleiben und Pulver auch irgendwo trocken halten, meine ich, ne? Beziehungsweise vielleicht noch einen Teil rausbringen, solange die anderen es noch akzeptieren, dann ist es gut. Gut. Gut, machen wir Schluss, Oh, oder? ich war gemutet, sowas, so ein Scheiß, aber auch. Sorry, irgendwie war ich gemutet. Ich Ich habe hoffe, dich ich habe gehört, dich ich habe gehört. dich gehört, Marc. Ich habe dich laut und Ja, du deutlich hast mich gehört. gehört, aber auf Telegram irgendwie wurden plötzlich weniger. Dann entschuldige mich dafür, dann ist es in der Ah, Aufzeichnung. deswegen, die kam zu mir rüber, Marc. Ich habe Ja, gehört, da kam super, irgendwer Neues okay, dann rüber. mein Fehler. Ich entschuldige mich da vielmals dafür, sorry. Was Und hast du gemacht? Hast du Bierglas draufgestellt oder was? Auf ja, den. irgendwie habe ich es jetzt gerade erst bemerkt. Das ist immer Zoom und Ding. Okay, also, Das sind immer die Stefan. Ausfälle so im letzten Viertel, im letzten Zehntel der Sendung. Da hast du immer so alkoholbedingte Ausfälle, oder? Schön wäre es, wenn Alkohol da wäre, aber gut. Ja, war auch nur ein Witz, ne? Natürlich, Ja, natürlich. genau. Ja. Okay, also dann, wir haben die Aufzeichnung, die kommt dann spätestens, denke ich, bis morgen Abend. Wir müssen das ein bisschen zusammen, oder Machen wir wir haben auch. ja zwei Teile, dann schnibbeln wir das so zusammen. Und ich habe dann das Telegram und das andere. Wir werden gucken, wie wir es machen. Auf Ja. jeden Fall, ich denke, jetzt können wir für heute dann sagen, Ade bleibt stehen, 10 nach 10, Zeit ist gut und hätte ich gesagt, oder? Ja, ich würde auch sagen, ich will auch noch mal ein bisschen runterkommen jetzt wenigstens irgendwie. Ja, ich wäre auch für Schluss. Also, dann machen wir Ade. Machen Tschüss wir Ade. und Hat bis mir Spaß bald. gemacht wieder, Marc. Schönes Gespräch, schöne Sendung. Danke, tschüss. Schön. Also.